Wir gehen zu zwei zusammen, spielen den Ball, sind 3 Meter entfernt mit einem Kontrollpass immer, spielen zueinander. Dann gehen wir nach jedem erfolgreichen Kontrollpass beide ein bisschen weiter nach hinten. Okay? Selbe Geschichte, bis wir auf 8, 9 Meter sind, dann gehen wir wieder weiter zusammen. Dass wir ein bisschen Pause für die Arme haben, machen wir jetzt ein paar Zuspiele im Bagger. Meine Spieler auf der 5 stellen sich einmal den Ball dann in den Boden und machen dann ein Zuspiel möglichst hoch auf die 2. Ihr lauft eurem Ball nach, jeder 10-mal auf die 2 und dann wechselt ihr die Positionen. Ich habe einen Ball, bin auf der blauen Linie. So. Ich klappe auf diesen Ball, dann drehst du dich um, läufst dahin los, also drehst dich auch mit den Füßen erstmal um. Ich werfe einen hohen Ball, du drehst dich und spielst den Ball zu mir zurück. Nö, frontal. Das heißt, du drehst dich nochmal. Okay, wir machen es einmal vor. Sag, du läufst, guck den Ball die ganze Zeit an und spiel ihn zu mir zurück. Gut. Und worauf ihr guckt, dass ihr nach dieser Drehung wieder in den Ball nach vorne geht, dass ihr nicht die Drehung macht und der Körper weg vom Ball fliegt, sondern dass ihr stabil seid und wieder gegen den Ball geht. Okay? Ihr geht zu zweit zusammen gegenüber mit dem einen Ball und ihr versucht euch den Ball hin und her zu spielen, indem ihr im Sprung fangen und werfen macht. Das heißt, ihr springt ab, fangt den Ball in der Luft in eurer Blitzhaltung und werft den Ball ab, bevor ihr gelandet seid. Dann probiert es erstmal, dass nur ein Spieler den Ball wirft und der eine wirft nur, der andere macht die Übung 5-mal. Da klappt es dann besser. Ja, und schnell loswerden den Ball wieder. Genau.